Euch gefallen unsere Videos? Dann kennt ihr nun einen winzigen Teil von The Simple Club. Übungsaufgaben, Lösungswege und Spickzettel zum Download. Checkt jetzt ab auf thesimpleclub.de. Okay, ein regulärer Ausdruck ist nichts anderes als eine Beschreibungsmöglichkeit von formalen Sprachen. Also genauso, wie wir das schon von unseren Automaten kennen. Mit den regulären Ausdrücken beschreiben wir halt irgendeine Sprache aus einem vorgegebenen Alphabet. Dabei können unterschiedliche Ausdrücke ein und dieselbe Sprache beschreiben. Wie wenn man beim Tabu ein Wort beschreiben muss, jeder erklärt es ein bisschen anders, aber eigentlich meint man dasselbe. Schauen wir uns mal an, wie so ein regulärer Ausdruck aussehen könnte. Zum Beispiel so. 0, 1, Stern. Okay, und die 0 steht für Gefahr, oder was? Nope, der Ausdruck bedeutet zuerst eine 0 und dann beliebig viele Einsen. Oder anders ausgedrückt, Wörter, die zuerst eine 0 haben, gefolgt von beliebig vielen Einsen. Das wäre die definierte Sprache. Wie man erkennt, stammt der Ausdruck aus dem Alphabet 0 und 1. Der Stern bei der 1 ist übrigens der sogenannte kleine Stern, werden darauf aber gleich genauer eingehen. Zuerst ist wichtig zu merken, reguläre Ausdrücke beschreiben Sprachen. Die Ausdrücke müssen dazu aus Zeichen des Alphabets bestehen. Okay, gehen wir mal genauer auf so einen Ausdruck ein. Wie kann man den jetzt beschreiben? Ein regulärer Ausdruck besteht immer aus den Zeichen eines definierten Alphabets, bei uns jetzt 0 und 1. Dabei kann ein Ausdruck auf folgenden Operationen basieren. Erstens der Alternative. Die Alternative ist im Prinzip einfach ein Oder, gekennzeichnet durch ein Plus oder so einen senkrechten Strich. Zweitens die Verkettung. Die Verkettung ist einfach das Und, was jeder von euch kennt. Beim regulären Ausdruck kann man entweder ein Malzeichen schreiben oder man klatscht die Zeichen einfach direkt zusammen. So wie bei unserem Beispiel. Als drittes gibt es noch die Wiederholung. Die Wiederholung soll einfach zeigen, dass das Zeichen öfter verwendet werden kann. Dazu wird eben dieser Stern genommen. Wird auch als Kleinsche Hülle bezeichnet und heißt vereinfacht, wir dürfen das Zeichen oder Wort beliebig oft wiederholen. Okay, zurück zum Thema. Reguläre Ausdrücke werden dann wie folgt definiert. Erstens, das leere Wort und die leere Menge sind reguläre Ausdrücke. Zweitens, für 0 Element im Alphabet ist 0 ein regulärer Ausdruck. Und drittens, sind 0 und 1 reguläre Ausdrücke, so auch 0 plus 1, 0 1 oder auch 0 mal 1 und 0 Stern. Okay, interessant. Ausdrücke können logischerweise auch geklammert werden. So kann man beispielsweise sowas kreieren. 0 Stern, Klammer auf, 1 0 Stern, 1 0 Stern, Klammer zu, Stern. Ha, was soll das denn sein? Gehen wir den Kollegen mal durch und schauen, welche Sprache damit beschrieben wird. Wir können offensichtlich beliebig viele Nuller schreiben. Danach folgt ein Wort bestehend aus einer 1, beliebig vielen Nullen, wieder einer 1 und wieder beliebig vielen Nullen. Das ganze Wort können wir beliebig oft wiederholen. Das heißt, Nullen können wir dahin ballern, wie wir Bock haben, aber Einsen kommen immer nur in gerader Anzahl vor. Das heißt, die Sprache enthält eine Menge von Wörtern mit gerader Anzahl von Einsern. Beispiele dafür wären 01010, 00100100100, 01000010. Okay, easy peasy. Drehen wir den Spieß mal um. Sagen wir mal, wir haben das gleiche Alphabet und folgende Sprache. Die Menge der Wörter, die keine zwei aufeinanderfolgenden Nullen enthalten. Okay, also wir müssen vermeiden, zwei Nullen hintereinander zu bekommen. Dann können wir zum Beispiel sowas basteln. Klammer auf, 0 plus E, Klammer zu, E steht übrigens für Epsilon und das ist das leere Wort, Klammer auf, 1, 1, Stern, 0, Klammer zu, Stern, 1, Stern. Zuerst schreiben wir eine 0 oder das leere Wort. Das verketten wir mit einer 1, danach beliebig viele Einsen und eine 0. Das können wir dann so oft wiederholen, wie wir Bock haben. Am Ende schreiben wir nochmal so viele Einser, wie wir wollen, damit wir keine zwei Nuller bekommen. Und fertig ist der Lack. So können wir entweder Sprachen aus Ausdrücken ableiten oder einen Ausdruck aus einer Sprache definieren. Okay, für reguläre Ausdrücke gelten die ganz normalen mathematischen Gesetze zur Vereinfachung. Unter anderem das Kommutativgesetz oder auch das Distributivgesetz. Aber auch der kleine Stern folgt einem Gesetz. Haben wir ein neutrales Element wie die leere Menge oder das leere Wort verknüpft durch die Alternative mit einem regulären Ausdruck, ignorieren wir das neutrale Element ganz einfach. Wie wenn man 0 zu irgendwas addiert. Verknüpfen wir das neutrale Element mit der Verkettung, so bekommen wir logischerweise das neutrale Element raus. Wie wenn man mit 0 mal nimmt. Okay, in der Praxis werden reguläre Ausdrücke oft verwendet, um Zeichenketten zu suchen und zu ersetzen. Zum Beispiel auch, um in Dokumenten nach bestimmten Wörtern zu suchen. Dafür gibt es in der Praxis jede Menge Syntax für die Definition, darauf wollen wir jetzt aber nicht noch näher eingehen.
Wichtig zu wissen ist noch, zu jedem regulären Ausdruck existiert ein endlicher Automat, der dann die Sprache akzeptiert, die vom Ausdruck beschrieben wurde. Das heißt, man kann so einen Automaten aus einem regulären Ausdruck konstruieren. Das ist aber ein anderes Thema. Vorher fassen wir nochmal zusammen. Ein regulärer Ausdruck beschreibt eine formale Sprache. So ein Ausdruck besteht immer aus den Zeichen des definierten Alphabets. Der Ausdruck kann drei Operationen enthalten: die Alternative, die Verkettung und die Wiederholung. Aus regulären Ausdrücken können wir die Sprache ableiten oder aus der Sprache einen möglichen Ausdruck kreieren. Reguläre Ausdrücke können wir mit gewissen Gesetzen vereinfachen. In der Praxis werden die Dinge eingesetzt, um zum Beispiel einen bestimmten Text in einem Dokument zu suchen. Wenn ihr jetzt noch wissen wollt, wie wir das mit den Automaten verknüpfen können, dann kommt einfach auf thesimpleclub.de oder ladet euch unsere App runter. Bis gleich!